Weiter geht's hier beim Hyrule Warriors Master Quest DLC, welcher die Geschichte von Chia Volga und Byroma erzählt. Hier haben wir gesehen, wie sie die beiden kennengelernt hat und für sich gewonnen hat. Hier ist Hyrule gefallen, also wir haben sozusagen die erste Mission aus der Sicht der Bösen gesehen. Oder zumindest glaube ich das. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil, naja, Link ist nicht aufgetaucht und so. Und ja, ist alles ein klein wenig seltsam. Genauso, dass der Schattenpalast jetzt hier an den Hylia-See anknüpft und nicht an diesen Schattenpalast hier. Deswegen, ja, weiß ich nicht, was da jetzt erzählt wird. Guck mal einfach mal. Wir sollen wieder Chia nehmen. Okay, mache ich. Hätte zwar gerne jetzt den Volga gezockt, aber es gibt ja insgesamt 5 neue Szenarien und der kommt mit Sicherheit auch noch dran. Ist ja ganz klar. Ich möchte sie nur kurz aufstufen. Das heißt, wir werden natürlich den Volga auch noch sehen. Ist ja ganz klar. Machen wir mal Stufe 22. Mehr ist aufgrund meiner niedrigen Rubinanzahl gerade sowieso nicht drin. Gut, und dann schauen wir mal, was hier jetzt erzählt wird. Sia had conquered the land of Hyrule in the blink of an eye and claimed pieces of the Triforce as the spoils of her victory. Intoxicated by the power of the complete Triforce, she fell further under Ganondorf's sway. At his urging, she ripped time and space open to create portals to 3 other eras of Hyrule's storied past. Immediately, she sensed a power emanating from the Era of Twilight. She set off to discover whether it was a resource to control or an enemy to destroy. Okay. Ja, ja, gut. Also ist es tatsächlich so, dass da die ganze Sache aus der Sicht der Bösen erzählt wird. Jetzt sind wir schon so weit, dass sie alle Triforce-Teile hat und dass die Portale geöffnet sind. Aber hier im Schattenreich gibt es eine starke Macht, die sie unbedingt haben möchte. Na dann, helfen wir ihr mal dabei. Zerstören nebenbei einfach mal so die Truppen von Santo. Denn der ist ja noch nicht auf ihrer Seite. Richtig? Okay, hier gibt es mehrere Parteien, wie es aussieht. Und natürlich versucht Chia jetzt, Santo auf ihre Seite zu bringen. Ist ja ganz logisch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Hat nicht Ganondorf dafür gesorgt, dass die... Nee, das kam erst später, stimmt. Als dann Ganondorf der Hauptbösewicht war. Okay, okay. Hier, take that! Du dreckige Nimbusgarde. So. Okay, wir sollen Midna oder Santo besiegen. Das sind die beiden Parteien, die es hier gibt. Midna ist eben, ja, die gute, ne? Da hat man ja, glaube ich, auch Midna gespielt zu diesem Zeitpunkt. Und Santo ist der Böse. Aber den brauchen wir für unsere Machenschaften. Was? Moment mal. Byroma hat gerade gesagt, dass das eine von Santos, ja, tatsächlich, okay. Okay, gut. Das ist eine von Santos Basen und deswegen sollten wir die nicht angreifen. Ups, und ich verprügel die ganze Zeit Santos Leute. Wir müssen also die roten Krieger besiegen. Denn das sind die Leute von Midna. Oder? Weil ich meine, warum... Warum kämpfen denn diese Viecher hier auf Seiten von Midna? Moment mal, Moment mal. Hier unten sehe ich gerade, dass da jemand in mein Hauptquartier eindringt. Und das kann ich so nicht stehen lassen. Das sind Nimbusgarden. Die kriegen jetzt erstmal voll eine rein. Den Twilight Princess Ganondorf, den habe ich euch auch im letzten Part gezeigt. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und Santo wird noch folgen. Je nachdem, wann wir wieder ein bisschen Zeit über haben. Und natürlich auch Link auf Epona. Das habe ich nicht vergessen. Wird ganz schön anzuschauen sein. Allerdings haben die aktuellen neuen
Story-Mode-Missionen ein klein wenig Vorrang bei mir. Ich mag den Legenden-Modus. Mein genaues Fazit zu dem Spiel fehlt ja auch immer noch. Da muss ich auch erstmal schauen, wann ich da die Möglichkeit habe, das genau zu äußern. Bewertung ist ja schon bekannt, steht wie immer in der Projekteliste. Ist ein bisschen besser als der Metascore-Durchschnitt. Ja, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Das Hauptquartier darf nicht fallen, ist mir klar. Deswegen habe ich hier ja auch zuerst aufgeräumt. Gut, und jetzt kümmern wir uns um den Rest. Schnappen wir uns die roten Basen. Da sind ja auch ein paar Anführer. Hier diese Nimbus-Garden beispielsweise. Und die müssen... Oh, na toll, gerade jetzt ist die Bombe zu Ende gegangen. Die müssen logischerweise besiegt werden. Dann, denke ich, wird sich das Ganze sowieso lichten. Und wir haben ein leichtes Spiel. Aua. Du dreckige Nimbus-Garde, stirb. Und du auch. Hab ich euch. Ja, also auf Level 20 ist man eigentlich ganz gut dabei, merke ich gerade. Natürlich kann man auch diese Missionen auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Aber dazu müsste ich dann meine Charaktere höher leveln und... Ja. Dazu habe ich schlichtweg das Geld nicht. Vielleicht würde ich auf schwer noch hinkriegen, aber auf Held definitiv nicht. Und dann dauern die Missionen ja auch länger und das möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Es geht jetzt hier nur darum, den neuen Inhalt zu zeigen, die Karas vorzustellen und so weiter und so fort. Gut, ich sehe jetzt da drüben auf der Karte noch ein paar Gegner leuchten. Es werden auch Nimbus-Garden sein. Genau, die greifen gerade die Truppen von Zanto an, das kann ich nicht zulassen, denn ich möchte mich ja bei Zanto einschleimen. Deswegen gibt es hier erstmal einen schönen starken Angriff. Ich treffe jetzt zwar auch die anderen Truppen, aber mein Gott. Man muss Opfer bringen. Oh, und immer schleicht sich eine Nimbus-Garde in diese Attacke rein und trifft mich dann. Oh nein, einer meiner Exalfosse ist am Sterben. Wo ist denn der? Ja, ich könnte ihn jetzt finden, wenn ich auf die Karte gucken würde. Also ich meine jetzt im Pausebildschirm, aber habe ich jetzt keine große Lust zu. Ist ja auch nicht so wichtig. Es handelt sich nur um einen Exalfoss, bitte euch. Gut. Wie kriegen wir jetzt bitte den Zugang zu Zanto oder Midna? Ich habe keinen Schimmer. Denn die Türen sind alle verriegelt. Ja, ach, da ist der Exalfoss. Okay, dann helfen wir ihm mal kurz. Habe ich den jetzt geheilt? Wo ist er denn? Ach, da. Ich suche ihn schon die ganze Zeit. Hier gibt es offenbar eine Fee oder sowas in der Art. Kann ich mir aber nicht zunutze machen. Warum denn nicht? Ist ja doof. Nee, im Ernst, was soll ich denn machen? Wie öffne ich denn die Türen? Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich muss doch die eine Basis von Zanto erobern, sonst komme ich da doch nicht weiter. Ja, ist echt so. Ich habe keine andere Wahl. Moment. Moment, Moment. Ah. Also ich sehe das übrigens so, dass es für diese Mission hier zwei Enden gibt. Das vermutlich gute Ende ist, wir besiegen Midna. Und ein anderes Ende dürfte sein, wir besiegen Zanto. Und dann zwingen wir ihn, für uns zu arbeiten. Und wenn wir Midna... Ah, falsch abgebogen. Wenn wir Midna besiegen, dann denke ich, wird er so beeindruckt von Shia sein, dass er freiwillig bei uns mitmacht. So ist es ja schon in etwa vorhersehbar. Gut. Und ich glaube, die Türen kann ich öffnen, indem ich jetzt einfach die entsprechende Basis erobere. Und das wäre diese hier. Da die rot ist, gehört sie Midna. Weil ich möchte dem Zanto ja nichts antun. Den möchte ich ja imponieren. Ne? Erobere den Nordpalast. Ja, jetzt kriegen wir auch endlich mal hier die Info. Danke. Kommt reichlich spät, aber trotzdem danke. Oder vielleicht wollten die Entwickler, dass man von alleine drauf kommt. Ja. Hab nur einen Moment gebraucht, weil normalerweise stand halt immer eine klare Anweisung da unter der Karte. Aber diesmal steht da nur besiege Midna oder Zanto und das war's. Ja.
habe ich halt mal was riskiert und das war goldrichtig. Damit wäre das erledigt, die Tür ist offen und wir können zu Santo durchdringen. So, mein Freund. Zu Midna, sorry. Hier sind so viele Steine. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Herzteile und so gibt, aber ich denke schon. Das hätte man ja auch der Karte entnehmen können, aber ne, ihr kennt mich. Also der Karte im Missionsauswahlbildschirm. Habe ich aber wieder mal nicht drauf geachtet. Ist mir aber sowieso nicht so wichtig. Oder sollte ich das noch zeigen? Skultulas gibt es ja bestimmt auch. Oder nicht? Das kann man ja kurz nachgucken. Einen Moment. Status. Nee, da war das nicht. Wo war das denn? Bei Charakter? Ja, ja. Nee, es gibt keine. Okay, dann gibt es vielleicht auch keine Herzteile. Ich weiß aber, dass es Herzteile für die neuen Charaktere auf dem Master Quest Abenteuer-Dingsbums gibt. Also auf der Abenteuerkarte. Yay, neue Magie. Vielleicht sind da ja alle Herzteile für Chia Volga und Pyroma. Und hier gibt es dann tatsächlich nichts. Ja, ist eigentlich ganz gut, dann gehen die Missionen schneller vorbei. Und wir haben vielleicht noch Zeit über. Um dann die Inhalte zu zeigen, die noch drankommen sollen. So, jetzt pack mal deine Moves aus, Chia, und mach sie fertig. Genau, schick ein paar Schattenlinks vor. Die sollen sich um die Alte kümmern. Schatten mit Schatten bekämpfen. Wunderbar. Sie ist down. Ging ja schnell. Der Königssaal ist offen. Moment, das ist doch der Saal, wo ich gerade bin. Den erobere ich im Moment. Das ist der Raum mit dem Portal. Wird nicht verkehrt sein, sich den zu nehmen. Und die Moral von Midnas Truppen sinkt. Genau das wollten wir erzielen. Und jetzt ist Santo stärker. Chia redet mit Santo. Okay. Ja, jetzt schleimt sie sich ein wahrscheinlich. Ein unmoralisches Angebot. Oh, Santo beißt nicht an. Na toll. Na, dann muss ich den wahrscheinlich auch noch umbringen. Und dann wird er sich ergeben und für mich arbeiten wollen. Toll. Ja. Sie ist aggro. Oh je, oh je, oh je. Und da kommen gerade die ganzen restlichen Männer von Midna und wollen ihr helfen, aber ich lasse sie grausam ausbluten. Ihr habt keine Chance. Höchstens könnt ihr das Schicksal teilen. Hahaha. So, es kratzt alle ab. Och nö, was will denn der? Muss das sein? Argorok wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Toll. Müssen wir den besiegen? Ich glaube nicht, nee. Was? Santo flieht zum Magiekreis. Oh, Jesus, nein. Warte, 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 warte. Das darf er nicht, das darf er nicht. Oh, fuck, wie komme ich denn hier raus? Verflucht nochmal. Hier. Der Ostpalast-Eingang ist offen. Ja, okay, gut. Das bringt jetzt aber auch nicht mehr viel, wenn der Santo weg ist. Und der hat einen viel kürzeren Weg als ich. Das ist total unfair. Ich glaube, wenn er diesen Magiekreis erreicht, dann bin ich am Arsch. Oh, und die Tür ist natürlich zu. Moment mal, die sind alle zu. What the fuck? Oder bin ich gerade blind? Nee, die sind alle zu. Ich muss sie erstmal besiegen anscheinend, damit die Tür sich öffnet. Wie scheiße ist das denn? Dann ist er doch schon längst da. So schnell kann ich doch gar nicht sein. Na los, kill sie! Oh, fuck. Okay. Einige Meter hat Santo noch vor sich. Ah, stirb, Mann! Gut, das wäre erledigt. Und Argorok greift nebenbei einfach mal so das Hauptquartier an. Ganz toll. So, ich möchte hier noch schnell den Festungskommandant besiegen. Und dann wird's
ganz eng für mich. Aber Zanto kommt irgendwie gerade nicht weiter, habe ich so das Gefühl. Jetzt ist die Frage, soll ich Zanto besiegen oder soll ich mich um Agrok kümmern? Ich denke mal, der... Ah, okay, er wird von Volga aufgehalten. Sehr gut gemacht, Volga. Das ist genau der Job, den ich von dir erwarte. So, Freundchen, jetzt gibt's aber Ärger, du. Was hast du gesagt? Du willst mir nicht gehorchen? Ich glaube, ich spinne. Du Drecksack! Das solltest du dir doch mal ganz schnell überlegen, bevor es zu spät ist. Los, Schattenlinks, macht ihn kalt. Und beeil dich bitte, denn Agrok wird vermutlich kein Mitleid haben. Oh, wie viel sie gerade wieder erreicht. Mehr Herzen, mehr seltene Materialien. Episch. Na, jetzt ist die magische Energie leider leer. Er kriegt jetzt noch den Super-Duper-Angriff und den hier noch hinterher. Der Hauptplatz steht kurz davor zu fallen. Na gut, der ist nicht so wichtig. Das Hauptquartier darf nicht fallen, aber da habe ich noch keine negative Meldung bekommen. Von daher denke ich, habe ich noch Zeit über. Schattenlegens los! Nee, das waren die gar nicht, das war der Tornado. Naja, auch nicht schlecht. Das sind die Schattenlegens. So, die kümmern sich dann immer um die Gegner in der Nähe. Das trifft halt meistens gar nicht. Ist irgendwie doof. Aber egal. So, Zanto ist down. Und jetzt werden wir ihn unterjochen. Geht doch. Vergiss das niemals. Oh ja, vergiss das niemals. Du gehörst zu mir. Yeah. Wir haben ihn. Das hätte er auch ohne Schmerzen haben können. Ich meine, ich habe extra noch für ihn Midna besiegt. So ein undankbarer Bastard. Ohne Scheiß, ey. Er hat nur an sich gedacht. Diese Welt braucht nur einen Herrscher, Zanto. Von wegen. Dem haben wir es gegeben. So, und wir haben noch ein paar Minuten. Deswegen zeige ich euch jetzt Zanto. Das passt ja ganz gut rein ins Bild. Gerade besiegt, also zeige ich euch seine Skills. Das ist das Zeug, was wir bekommen haben. Alles nichts Besonderes, weil wir halt nur auf normal gespielt haben und an sich auch jetzt nicht so viele Waffen gefunden haben. Aber darum ging es ja auch gar nicht, ne? Weg damit. Wobei, das hätte ich sogar gebrauchen können, glaube ich. Scheiße, egal. Wenn ich geile Waffen will, dann, wie gesagt, einfach die Mission auf einem hohen Schwierigkeitsgrad durchzocken. Und die nächste ist dann hier im Wolkenhort. Ui, da freue ich mich sogar drauf. Ich mochte den Wolkenhort hier in dem Spiel. So, Abenteuermodus. Wir gucken uns auf der Masterquest-Karte eine Mission mit Zeitdruck am besten an. Hier, das. Aber da kann ich nicht jeden Karan nehmen, oder? Ja, begrenzt auf Lana. Scheiße. Und hier kann ich jeden nehmen. Okay. Da gibt es sogar ein Herzteil für Chia, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, Usurpator Zanto. Auf geht's. Gut, hab schnell die Ladesequenz geschnitten, weil... Oh, 15 Minuten. Na toll. Ja, dann kann ich diese Mission leider nicht komplett zeigen. Ist aber auch nicht so wichtig, weil wir machen den Abenteuermodus ja eh nicht. Es geht mir jetzt nur darum, die Moves von Zanto zu zeigen. Also der hat da einmal hier diesen Totempfahl. Bei ihm ist mir halt aufgefallen, dass seine Angriffe auch schief gehen können und dann ist er für kurze Zeit... sehr verwundbar, weil er sich kaum bewegen kann. Das darf halt nicht passieren. Bei seinen Moves gibt es halt so bestimmte Dinge, die man befolgen muss. Hier zum Beispiel sollte man, glaube ich, immer Y drücken, damit er weiter stampft, 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 stampft. Ach, und er darf nicht umgeworfen werden. Das ist halt schlecht. So, und hier kann er noch diesen Kreisel ziehen und nebenbei dunkle
Kreise abfallen. Oder ist es sogar so, dass es bei fast jedem Angriff passiert, dass er sich ausruhen muss? Weil er halt an sich schon sehr stark ist. Und das wird ihm da so ein bisschen zum Verhängnis. Das hier ist ein starker X-Angriff. Und er hat auch eine Leiste, wie ihr seht. Die füllt sich eben durch diese ganzen Spezialangriffe. Und wenn man das dann ausführen will... Hä? ETF. Okay. Er macht jetzt irgend so eine komische Aura, was mich wundert, weil eigentlich sollte er sich in einen Kreisel verwandeln. Und mit diesem Kreisel dann die Gegner zerfletschen. Aber das macht er irgendwie gerade nicht. Komisch. War jedenfalls bei mir so im Test. Na gut, dann eben nicht. Das hier ist auch eine coole Attacke. Da wird er riesig groß, stampft auf den Boden und verletzt sich dann. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass er sich bei jedem Angriff wehtut. Der arme Kerl. Oh, hier geht's ganz schön ab. Ständig flieht einer. Ich glaube, das meiste dürften wir jetzt gesehen haben. Ach so, klar, das gibt's noch. Hier, diese Hand. Bam, 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 bam. Das kann man auch eine Zeit lang machen. So einen ähnlichen Angriff gibt's auch. Da knallt er seine Gegner von Wand zu Wand. Weiß ich noch gerade nicht, wie der funktioniert. Alternativ kann man bei dem Angriff im Übrigen durch Drücken von B auch so eine Energiekugel abfeuern. Ich suche mal neue Gegner, Moment. Und wir bräuchten noch... Ach ja, genau. Und durch Drücken von Y kann man auch seine Maske ausziehen. Das tut er, soweit ich weiß, auch, wenn man... magische Energie nutzt. Die will ich sowieso noch zeigen, deswegen werde ich gleich magische Krüge suchen und sammeln. Da gibt es ja auch noch einen Angriff, den wir unbedingt sehen sollten. Da haben wir Energie. Super. Ansonsten dürften wir tatsächlich alles Wichtige gesehen haben. Gibt bestimmt noch den einen oder anderen Angriff, der jetzt hier nicht vorgekommen ist, aber auf jeden Fall denke ich, dass man hier schon so einen guten Eindruck bekommen hat von ihm. So, und bevor die Mission jetzt hier verloren geht, weil ständig einer flüchtet, werde ich magische Energie suchen. Bis gleich. Und ab geht's. Zieh die Maske aus. Wobei, okay, das macht er nur ganz kurz. Um sein hässliches Face zu zeigen. Die Gegner zu erschrecken quasi und dann geht er voll ab. So, vielleicht sollte man bei ihm auch auf die Spezialangriffe verzichten, während man die Magie aktiv hat und nur mit B angreifen, damit man eben nicht, ja, kurze Zeit bewusstlos ist und somit wertvolle Zeit verschwendet. Ja, und das ist der Move hier. So ein gewaltiger Bodycheck. Also ich finde ihn nicht ganz so gut wie Girahim, aber auf jeden Fall ist er auch ganz interessant. Man muss sich halt bewusst sein, dass man... bei ihm auch Schwächen hat. Aha. Und jetzt sehen wir noch den Wirbel. Anscheinend war das vorhin nicht ganz aufgeladen. Und wir können eben wirbeln und auch diese Energiekugeln schießen. Je nachdem, wie stark gefüllt die Angriffsleiste von ihm ist, ist der Angriff halt länger und stärker. Wenn da so ein roter Faden durchzieht, so wie es eben der Fall war, dann könnt ihr auf jeden Fall die Wirbelattacke machen. Und die ist ziemlich stark und die könnt ihr eben auch gegen mehrere Gegner verwenden und die habe ich ziemlich abgefeiert. Um die zu füllen, wie gesagt, einfach diverse Spezialattacken ausführen. B, 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 B und dann mal Y drücken. Dann füllt sich das Ganze und nach einer Zeit eben nur Y drücken, um es zu aktivieren, wie es halt immer der Fall ist. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Hyrule Warriors Master Quest DLC Folge kommt dann bald. Mit dem Wolkenhort. Ciao!